Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute kommen wir zu einer wichtigen Eilsendung. Die ist wichtig für meinen Ruf als Trainer und wichtig, um endlich etwas klarzustellen, was bisher scheinbar missverstanden wurde. Was allerdings auch irgendwo verständlich ist, dass selbst wenn es also kritische Kommentare dazu gegeben hat, ja, einen gewissen Teil davon verstehe ich, einen anderen natürlich weniger. Es geht heute um das Training von Bauch, Unterarme und Waden. Denn diese Muskeln werden recht wenig erwähnt, wenn ich Trainingspläne mache, wenn ich von großen Training rede und wie man diese einzelnen Muskelgruppen trainieren soll und so weiter. Das heißt, die werden ein wenig stiefmütterlich behandelt. Kriegt man den Eindruck. Wenn dann natürlich ein Rotzkommentar kommt, der sagt, oh, bist du bescheuert, du vergisst das, für den Bizeps machst du viel, aber der Bauch ist eigentlich viel mehr oder die Waden dann viel weniger, dann ist das erstmal natürlich ein Dreckskommentar. Denn man hat sich nicht mit mir unterhalten und man hat auch nicht gefragt, warum das vielleicht so ist und warum sehr viele Videos und Trainings da draußen sich genau nicht darum kümmern. Ist das jetzt ein großer Fehler, dem die ganze Industrie verfallen ist? Die guten Trainer, die Bro-Ratschläge oder was auch immer. Warum gibt es so viel Bankdrück-Tutorials, um wie man die Brust trainieren soll, aber nicht so viel Sachen über die Waden? Der Bauch wird tatsächlich sehr oft erwähnt, aber warum? Das ist so einer der Muskeln, die immer wieder mit Videos ganz gut gehen. Weil die meisten Leute immer noch das Gefühl haben, wenn sie den Bauch trainieren, werden sie auch ihren Speck am Bauch los. Das ist nicht der Fall, aber das werden sie dann auch mal irgendwann merken. Und deswegen kümmern sich tatsächlich sehr viele um die Bauchmuskeln, weil sie das Sixpack haben wollen, hat aber damit erstmal wenig zu tun. Also, warum rede ich jetzt so wenig über Unterarme, Waden und Bauch? Und warum binde ich die nicht immer fest im Trainingsplan ein und baue sie einfach damit fest in unser System ein, damit sie immer berücksichtigt werden? Nun ja. Zum einen hat das den Grund, dass diese drei Muskeln anders funktionieren im Alltag, wohlgemerkt im Alltag, nicht von ihren Muskelfasern oder sonst was, wenn man es mir wieder andichten muss, im Alltag funktionieren als viele der Muskeln, die wir besprechen. Beispiel, die Brust. Die Brust wird von Natur aus im Alltag so gut wie gar nicht verwendet. Stellt euch mal eine natürliche, vom Höhlenmenschen oder auch in eurem natürlichen Alltag, Situation vor, wo ihr Brustmuskel für braucht. Und damit meine ich nicht einfach nur, wenn man den Arm mal nach vorne bringt oder so, weil man sein Ticket vorzeigen möchte. Natürlich wird die da zum gewissen Teil aktiviert, aber dazu könnt ihr die Brustmuskeln eines Babys haben, das reicht. Sondern ich rede wirklich davon, dass ihr da Kraft aufbringen müsst. Beispiel. Ihr nehmt euren Wasserkasten. Was benutzt ihr da? Nicht die Brust. Der Bizeps und der Rücken, die werden relativ häufig, selbst bei Couch-Potatoes da draußen, benutzt. Alles, was ihr dann aufhebt vom Boden. Wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr Taschen tragt, dann ist der Nacken da dran, die Schultern sind ein bisschen dran. Aber immer ist es Bizeps und Rücken. Die sind irgendwo dabei. Umso schwerer, umso mehrer ihr die belastet, Bauarbeiter oder sonst was. Aber selbst die benutzen so gut wie nie die Brust. Es gibt keine Situation, wo man im Alltag irgendwo frontal etwas wegschieben muss. Selbst wenn man eine schwere Kiste wegdrücken muss, macht man das oft mit dem Rücken dann dran und man benutzt viel die Beine und so weiter. Man benutzt so gut wie nie die Brust und damit auch sehr selten den Trizeps. Der ist auch so gut wie nie da im Alltag. Das ist einer der wirklich wichtigen Gründe, um Aufschluss darüber zu bekommen. Kriege ich da stärker Muskelkater? Wie reizt sich die Muskeln, die sonst nie benutzt werden im Alltag? Und so weiter. Was wir im Alltag so gut wie immer benutzen, sind die Unterarme. Ja, die Torso-Stabilisatoren, das heißt der untere Rücken und die Bauchmuskeln sind immer irgendwie dabei. Selbst wenn wir morgens schon aufstehen, haben wir schon einen Sit-Up gemacht. Und jetzt bitte an all die Hater da draußen, kommt jetzt nicht an, dass ich verkaufen möchte, das wäre ein komplettes Training. Ist aber schon mal ein Riesenunterschied. Und die Waden, die sind natürlich auch immer dabei. Habt ihr schon mal gemerkt, wie die Waden aussehen von Leuten, die adipös sind? Die richtig, ja, dick sind und viel Übergewicht haben? Von Männern da draußen wie von Frauen, die haben meistens krasse Waden. Die Waden sehen auch stramm aus, das ist halt keine Fettspalte da. Natürlich ist da viel Fett drüber. Aber habt ihr schon mal gesehen, wie die Waden dann aussehen, wenn die Männer abnehmen? Oder die Frauen? Die sind dann richtig ordentlich, gar nicht mal so schlecht. Also irgendwas muss da passiert sein, weil die Waden die ganze Zeit dieses Gewicht halten. Schaut mal drauf, achtet mal drauf. Kennt ihr, manchmal nennt man es sogar ganz abfällig irgendwie Sekretärinnenstampfer oder sowas, weil die dann die heftigen Waden haben. Aber da wird so manch einer im Gym neidisch auf die Waden, die die haben. Das hat einen Grund. Ein anderer Grund ist, dass wir dadurch, wenn wir die schon so oft mitbenutzen, die Regeneration natürlich eingeschränkt ist. Das habe ich bei mir zumindest festgestellt. Wenn ich einmal ein Unterarmtraining mache, wo ich die wirklich genau so trainiere, wie man sie trainieren sollte, mit zumindest 3, 4 Sätzen, vielleicht sogar mehreren Übungen. Wenn ihr mal bedenkt, die gesamten Unterarme von der Muskelmasse kann das mit dem Bizeps mithalten. Das heißt, für den Bizeps, wenn ich dafür 9 Sätze mache, wieso nicht 3 Übungen und 9 Sätze für die Unterarme? Wisst ihr,
Was ich dann noch schaffe in der restlichen Woche? Gar nichts mehr. Die Sehnen sind so angestrengt, dass ich, und das ist nicht nur eine Gewöhnungssache, ich habe es auch mal versucht, längere Zeit zu integrieren, dass ich schlechter Bizeps-Curls machen kann, schlechter den Trizeps trainieren kann, schlechter den Rücken trainieren kann, wo die ja auch drin sind. Denn die Arme werden immer belastet. Immer. Bei jedem Training müsst ihr Hanteln halten. Es gibt wirklich ganz wenige Ausnahmen, wo die Unterarme nicht dabei sind. Beintraining zum Beispiel oder so. Aber ansonsten habt ihr die irgendwie immer drin. Und wenn ihr jetzt die Unterarme einmal richtig belastet habt, dann aber am nächsten Tag den Rücken trainiert und die können sich nicht richtig generieren, danach die Arme trainiert und sie können sich nicht richtig regenerieren, danach den Trizeps trainiert und sie können sich nicht richtig generieren, dann seht ihr, was passiert. Es klappt einfach nicht. Ich habe euch schon öfters mal verraten, meine Schultern sind damals erst gewachsen, als ich sie 2 Jahre, nicht Monate, nicht Wochen, 2 Jahre nicht trainiert habe. Die Schultern wurden komplett von meinem Trainingsplan gestrichen. Und siehe da, ganz plötzlich bildeten sich hier die ersten Umrisse bei meinem damals schlechtesten Muskel, der einfach nicht ausgeprägt war. Darin liegt oftmals ein Geheimnis, also nicht mehr machen, sondern weniger. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Der Bauch ist ähnlich. Der Bauch wird immer irgendwie so ein bisschen mittrainiert. Und da muss ich zugeben, den habe ich absolut vernachlässigt in von meinen 20 Jahren Training sicherlich 15, 17 Jahre. Und habe den nie richtig mittrainiert. Jetzt trainiere ich ihn zum Aufwärmen ab und zu mal dazu. Wenn ich mich für Rücken, für Brust aufwärme, um meinen Körper so ein bisschen aufzuwärmen. Ich gehe nicht aufs Fahrrad, ich mache irgendwie 8 Sätze für die Bauchmuskeln. Und wenn ich abnehme, dann sieht man alle Bauchmuskeln. Das reicht mir. Das ist aber auch sehr persönlich. Wenn ihr exorbitant große Bauchmuskeln haben wollt, wenn ihr die Bauchmuskeln auf Kraft trainieren wollt, dann gerne könnt ihr das machen. Bei den Waden ist es bei mir ähnlich. Ich trainiere die Waden zwischendurch, aber tatsächlich nicht regelmäßig genug. Während wenn ich den Trizeps nicht trainieren würde und den Aufmerksamkeit, dann gäbe es keinen Trizeps. Aber Waden wird es immer geben und wenn ich da mal ein bisschen Gas geben möchte, dann mache ich das. Jetzt kommen wir aber dann zu meiner Empfehlung. Als Trainer, als euer Trainer oder als Ratgeber, was auch immer. Natürlich solltet ihr die Muskeln drin haben. Das war alles kein Plädoyer dafür, lasst sie raus, braucht ihr eh nicht. Sondern hier geht es darum, dass die nur anders ins Training eingebaut werden, denn sonst ist man ewig dabei. Ich persönlich empfehle, dass ihr zum Beispiel den Bauch trainiert ganz am Anfang. Macht mal 4 bis 6 Sätze für den Bauch. Gerne 2x die Woche statt nur 1x die Woche. Hier machen wir es ein bisschen anders. Selbst wenn ihr also einen 3er oder 4er oder 5er Split habt, wo ihr jeden Muskel alle 7 Tage trainiert, macht den Bauch ruhig öfters. 2x die Woche, nicht 3x die Woche. 2x reicht. Und zwar so, dass ihr den dann eben mit 4 bis 6 Sätzen aktiviert. Kein vollständiges Training mit 9 Sätzen, 3 verschiedenen Übungen zum K.O. machen. Das ist wiederum, da könnt ihr euch kaum auf das andere Training konzentrieren. Aber wenn ihr 4 bis 6 Sätze macht, dann seid ihr in dem Bereich, in dem auch die ganzen Ganzkörpertrainierenden sind oder Zweier-Split-Trainierenden. Und dafür macht man das dann einfach öfters. Man hat also nicht den Workload, nicht das Volumen, nicht die Intensität. Also könnt ihr das 2x die Woche machen. Und der gute Nebeneffekt ist, wenn ihr es am Anfang macht, ihr habt die Stabilisatoren eures Torsos einmal trainiert. Darin habe ich das entdeckt, das ist gut fürs Rückentraining, gut fürs Brusttraining, weil ihr einfach Stabilität drin habt. Da kriegt ihr nicht so leicht irgendwelche Verletzungen Gnade in dem Bereich, denn jedes Gewicht, das ihr schleppt, das ihr obenrum mitschleppt, muss hierüber ausgeglichen werden. Und so kommt dann auch nicht so schnell ein Bandscheibenvorfall oder irgendwelche Hexenschüsse oder sonst was zustande. Stabilisiert den unteren Bereich. Ihr könnt das gerne auch in Supersätzen machen mit dem unteren Rücken. Gar kein Problem. Macht das am Anfang des Trainings. Das ist euer Aufwärmtraining. Dann könnt ihr euch Laufrad oder dergleichen sparen, wenn das für euch funktioniert. Und dann geht ihr ab an die Gewichte und an die anderen Muskelgruppen. Unterarme wäre sogar meine Empfehlung. Leute, die werden mitwachsen. Ein Rückentraining ist ein vollständiges Training für die Unterarme. So vollständig, dass die meisten von euch bei vielen Übungen merken, der Unterarm hat sich verabschiedet. Nach den ersten 6 Sätzen, der ist weg, der ist raus, der ist K.O., der ist am Limit, der ist wirklich so sehr am Ende, wie wenn ihr die Brust nach 9 Sätzen im Training einfach dann aufhört zu trainieren, keine nächsten Übungen macht, weil die K.O. ist. Und das sind die Unterarme oft. Wenn man dann keine Klimmzughilfen hat oder so etwas, kann man kein Kreuzheben mehr machen können. Das heißt, da geht ihr über das Limit hinaus. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist wie Intensivwiederholung. Wenn ihr also Shrugs macht, irgendetwas, Kreuzheben macht und die Arme schon nicht mehr halten können, die Unterarme, dann sind die fertig. Trotzdem wollt ihr ein paar Wiederholungen mehr machen, also nehmt ihr Bandagen dafür. Das ist ein vollständiges Unterarmtraining. Und bei den Waden, da muss jeder selbst gucken, da ist es ähnlich wie beim Bauch. Wollt ihr richtig gute, ausgeprägte Waden haben, macht das ruhig 2x die Woche. Aber da müsst ihr auch nicht in den meisten Fällen richtig viel Volumen draufballern.
Da ist es allerdings so eine Sache, manche halten da mehr aus, manche weniger. Dennoch will ich nicht sagen, vernachlässigt das, das könnt ihr gerne mitmachen, sind aber Muskeln, die bei mir persönlich immer als sekundär gehandhabt wurden oder sogar gar nicht, wie die Unterarme, und trotzdem hat es funktioniert, weil sie im Alltag einfach so drin sind. Beziehungsweise hat es sogar nicht mehr funktioniert, wenn ich sie integriert habe, wie bei den Unterarmen. Ich hoffe, damit ein wenig Aufschluss gegeben zu haben und ein wenig mehr Einblick darin, dass das nicht ganz unbegründet ist und dass es kein Disco-Proletenverhalten ist, à la ich trainiere nur Brust und Bizeps, sondern dass es tatsächlich auch schon Sinn hat und bei den meisten da draußen Sinn macht, und zwar bei Lifestyle-Bodybuildern. Ich rede nicht gerade von dem Athleten, der seit 17 Jahren trainiert, auf die Bühne möchte und um den Olympia kämpft. Die müssen das ein bisschen anders handhaben, haben aber meistens eine andere Generation und andere Möglichkeiten dafür. Ich hoffe, dass euch das einen Einblick gegeben hat, und ich hoffe, wer weiß, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen und ihr versucht es mal auf diesem Weg. Das hat auch einige psychische Folgen dafür, wenn ihr nicht mehr so einen riesen Workload habt und die Sorge habt, und nein, ich muss den Bauch auch mit 10 Sätzen trainieren oder dergleichen, gleichzeitig vernachlässigt man sie nicht. Probiert es auch mal aus, diese Muskeln vielleicht zu Hause zu trainieren. Waden auf einem Bein stellen und die andere Wade dann trainieren, ist so gut, dafür braucht ihr keine komplizierten Maschinen. Auch das ist vielleicht sogar noch ein Argument. Diese drei Muskeln kann man sehr gut trainieren, ohne ins Fitnessstudio zu müssen. Probiert es mal aus, guckt, wie ihr sie integriert, guckt, dass ihr sie vielleicht ein- bis zweimal die Woche auch drin habt, und dann wird das Ganze schon. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr trotzdem missmutig seid und denkt, nee, der hat ja gar keine Ahnung, lasst mir gerne den Daumen nach unten da. Könnt ihr gerne machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Oder natürlich auch Fragen und Inspirationen zu anderen Videos. Denn, wie ihr merkt, gehe ich gerne auf eure Anmerkungen ein. So, das war's von mir. Nichts mehr verpassen da. Selbst wenn ihr es scheiße findet, dann merkt ihr eben wieder, was ich für den nächsten Bullshit loslasse. Und ich wünsche noch was. Bis bald, euer Gotti.